Wie Sie sehen, sagt ein Bild mehr als 1000 Worte. Also fangen wir an. Ich bin der Gründer der Website wethepeoplewillnotbechipped.com. Unsere Organisation beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Problem, dass Menschen als Objekte gesehen werden. Wir reichen Petitionen auf nationaler Ebene ein, damit vorbeugende Gesetzgebung eingeführt wird. Wir haben über neue Technologien berichtet, wie zum Beispiel Nanotechnologie, die RFID-Technologie, das globale Informationsnetz und die momentane Bedrohung der Menschheit, die der Transhumanismus darstellt. Transhumanismus soll Mensch und Maschine miteinander verschmelzen. Eine Gruppe von Privatpersonen begeistert sich für eine Technologie, die den Menschen in die nächste Entwicklungsstufe führen soll. Verichip kann man am besten mit ihrer eigenen Werbung vorstellen, die sie vor einem Monat im US-Fernsehen veröffentlicht haben. Ein Produkt stellt man meiner Meinung nach am besten mit seiner firmeneigenen Propaganda vor. Hier ist sie. Wenn man sich überlegt, dass etwas, das so klein ist, sie verbinden kann mit allem, was wichtig ist, wenn ihr Leben und all ihre Liebe auf dem Spiel steht, HealthLink wird immer bei Ihnen sein. Wenn auf der Intensivstation jede Sekunde zählt, wird sofortiger Zugang zu Ihren medizinischen Daten zur Verfügung gestellt. Weil Bob Probleme hat, an all seine Medikamente zu denken. Weil ich die Kinder meiner Kinder liebe. Weil ich während des Fahrens die Kontrolle über mein Auto verloren habe. Weil ich jetzt für uns beide sorge. Weil ich Diabetes habe, aber sie hat mich nicht. Weil ich mein Leben damit verbracht habe, das ihre zu retten. Das ist ihre Marketingkampagne. Also wenn sie das nicht zum Lachen gebracht hat, es ist nur eine lächerliche Werbekampagne, aber sie haben das Produkt auf den Markt gebracht. Dieser Werbespot ist vor einem Monat im Fernsehen erschienen. Unsere Antwort darauf war ein Kurzfilm mit dem Namen Wessen Haustier sind Sie? Ich fand das auch ziemlich lustig, aber darum geht es hier. Menschen werden zu Inventar degradiert. Alle 6 Minuten wird ein Haustier mit der Hilfe eines Mikrochips wiedergefunden. Der Mikrochip wird mittels einer Injektionsnadel unter die Haut gepflanzt. Er wird ausgelesen, wenn ein Scanner rübergezogen wird. Dabei wird die Nummer auf den Scanner übertragen. Der einzige Vorteil dieser Sache ist, den Hund zu identifizieren und ihn seinem Herrchen zurückzubringen. Es ist schön, wenn man die Bewegungen seines Haustieres verfolgen kann. Aber was ist mit unseren Familien und unseren Freunden? Angewandte digitale Lösungen könnten Menschen per Satellit verfolgen. Wir arbeiten gerade an einem Produkt, das wir intern PLD nennen. PLD steht für Personal Locating Device, Gerät zum Ausspüren von Personen. Das ist ein einpflanzbares GPS, für das unsere Firma ein Patent hat. Man könnte es bei Kindern im Bereich des Schlüsselbeins einpflanzen oder bei jemand anderem, dessen Spur sie verfolgen wollen. Und wessen Haustier sind Sie? Diese Nachricht wurde Ihnen überbracht von wethepeoplewillnotbechipped.com. Habt ihr gemerkt, dass die Marktkampagne auf Kinder ausgerichtet war? Wir haben mit einer Firma zu tun, die im Grunde völlig unethisch ist. Sie bedient sich der Angst als Anreiz. Darüber hinaus gibt es eine Menge Beweise dafür, wie lange das Thema schon zurückreicht. Von Simenov im Jahr 1866 bis zu Dr. José Delgado im Jahr 1965. Es gibt jede Menge Beweise, die ich zur Verfügung stellen kann. Derzeit haben wir Alzheimer-Patienten, die verchippt sind. Die Frage ist, wie ein Alzheimer-Patient sich dafür entscheiden kann, sich verchippen zu lassen. Außerdem werden Leute benutzt, die in Diskotheken mit Chips bezahlen können. Now, this is where
Das Ziel dieses Vortrags ist, die laufende Agenda zu zeigen, die euch als Knotenpunkt mit dem Internet verschmelzen soll. Unter Kontrolle des IBM-Hauptcomputers, das auf der Basis eines künstlichen Neuronennetzwerks läuft, welches ein künstliches Gehirn ist. Ich erkläre das genauer. Die technischen Verbindungen sehen euch nicht als Lebewesen aus Fleisch und Blut. Sie sehen euch als Objekt. Sie sehen euch als Produkt, als etwas, das potenziell elektronisch erfassbar ist. Für diesen Vortrag müsst ihr vergessen, wie ihr euch selbst seht. Denn sie sehen euch als Objekt, als Inventar. Der Hauptcomputer soll alle Informationsströme verarbeiten. Und es gibt genug Beweise dafür, dass es sich dabei um IBM handelt. Das künstliche neurale Netzwerk ist ein Joint Venture zwischen DARPA und IBM, die ein künstliches Abbild des menschlichen Gehirns erschaffen wollen. Es gibt biologische Neuronennetze, also Gehirne, und die vermessen sie. Innerhalb der nächsten 10 Jahre wollen sie ein voll funktionsfähiges Gehirn aus Silizium erschaffen und sie hoffen zu erreichen, dass es ein volles Bewusstsein erlangen wird. Also wenn ihr Terminator mit Skynet gesehen habt, wäre das ein guter Anfang, um eine gute Vorstellung davon zu bekommen. Was wir hier haben, ist die größte Technologiefirma der Welt mit Verbindungen zum Nazi-Regime. Wir werden das nachher besprechen. Und die sind im Grunde Psychopathen. Und wir werden das beweisen. Als der Oberpsychopath Sam Palmisano vor dem CFA sprach, sagte er nachweislich Folgendes. Fast alles, jede Person, jeder Prozess oder Dienst, für jede beliebige Organisation, ob groß oder klein, kann digital erfasst und in einem Netzwerk verarbeitet werden. Wenn man sich ansieht, welche Verkaufstaktik er anwendet, dann sieht man, dass Person, Objekt, Dienst und Prozess im selben Kontext benutzt werden. Sie sind also nichts anderes als ein Prozess, der in einem Softwareprogramm läuft, nichts anderes als ein Objekt bei Tesco, das man mit einem RFID-Chip versehen hat. Und das ultimative Ziel ist, dass alle im Netzwerk verarbeitet werden. Wir gehen mal weiter und weisen das von einem anderen Blickwinkel aus nach. Da haben wir das Auto-ID-Center, das im MIT entstanden ist. Wie man sieht, kommen all diese Agendas immer aus Universitäten. Die Universitäten bekommen also Startkapital, entweder von der Bankelite, von den multinationalen Konzernen oder von dem militärisch-industriellen Komplex. Sie bringen es auf den Markt, indem sie voraussagende Programmierung, Predictive Programming, benutzen. Und der Durchschnittsmensch denkt, Universitäten sind gut für uns. Sie sind gut zu unseren Kindern und sie waren immer gute Menschen. Also muss auch die Idee gut sein. Die ursprüngliche Idee des Auto-ID-Centers war, jedes Objekt, von Nähnadeln, Stühlen, Getränken bis zu Jumbojets, alles erfassbar zu machen. Und das macht man mit dem Radio Frequency ID-Chip. Und ihre Verkaufsstrategie ist folgende. Ich war zum Beispiel heute 2-mal bei Tesco und sie fragten mich, ob ich eine Loyalitätskarte haben wollte. Ich will eure Loyalitätskarte nicht. Da ist ein RFID-Chip drin. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der. RFID wird die Produkte elektronisch erfassbar machen. Wenn man sich das Programm ansieht, sieht man, dass es ohne jeglichen Zweifel über genügend Bits verfügt, dass auch Menschen mit auf der Angriffsliste sind. Man hat 33 Bits und wenn man die auf die Menschen anwendet, reichen sie aus, um für jeden Menschen ein Protokoll zu erstellen, welches einzigartig ist. Und damit könnt ihr in Echtzeit verfolgt werden. Algorithmen und andere Technologien können auf euch angewendet werden, die IBM entwickelt. Aber darüber hinaus sollen auch Staubpartikel mittels Nanotechnologie elektronisch erfassbar werden. Vergesst Wi-Fi. Wir reden hier über ein Spinnennetz, in dem jedes einzelne Objekt mit anderen Objekten kommuniziert. Und das ultimative Ziel ist es, euch, also das menschliche Wesen, in das Netz zu ziehen. Gehen wir einen Schritt weiter. Die andere Agenda, die das vorantreibt, ist die der Transhumanisten. Transhumanismus wurde zum ersten Mal bei der Huxley-Familie erwähnt. Und wir wissen ja, was sie für ein Haufen glühender Verfechter der Eugenik waren.
Bei Human Plus handelt es sich um eine Gruppe von Einzelpersonen, die sich für Technologie begeistern, um die Menschheit voranzubringen. Ob man nun einen Chip nimmt oder einen Arm, der aus Graphit ist. Sie wollen Menschen in posthumane Götter verwandeln. Darin eingewoben ist noch eine Agenda, die Strong AI heißt. Dabei soll künstliche Intelligenz innerhalb einer Maschine geschaffen werden. Diese Maschine soll ein Bewusstsein bekommen und der Mensch kann dann das Kommando an diese Maschine übergeben. Und die Maschine kann von diesem Zeitpunkt an alle Produkte, Ideen und Erfindungen machen. Der Mensch sagt eigentlich zur Maschine: Ich bin mit allem einverstanden, was du erfindest, also mach weiter. Man könnte es noch besser mit einem Zitat des Philosophen Max Moore zusammenfassen, der gesagt hat: Der Körper ist nicht heilig, sondern durch einen Zufall entstanden. Das Moralischste, was wir tun können, ist, ihn genetisch weiterzuentwickeln. Das ist pure Eugenik. Daran gibt es nichts zu deuten. Ich bin ja im Heimatland von Kevin Warwick. Es ist belegt, dass er gesagt hat, dass Cyborgs die Unterklasse der Menschen überholen wird. Damit meint er euch alle hier im Raum. Und er sagte, dass wir in dieser Welt Rechte für Roboter brauchen. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die verhungern und sterben. Es gibt Menschen, die kaum genug Essen haben, um zu überleben. Und dieser Typ hier will Rechte für Roboter? Professor Hugo de Garis ist da nicht so radikal. Er ist eine der Hauptfiguren hinter der Dokumentation Building Gods, welches einen eher ausgewogeneren Ansatz des Transhumanismus darstellt. Er vergleicht sich mit den Wissenschaftlern der Atombombe. Und man weiß, dass zu dem Zeitpunkt, an dem die Atombombe explodierte, darauf gewettet wurde, ob die Welt untergehen oder die Ionosphäre entzündet werden würde. Daran hat sich nichts geändert. Das sind immer noch dieselben Leute, die die Technik vorantreiben, einfach um den Takt vorzugeben. Und die sich sagen: Ich habe einen 2-Jahres-Vertrag abgeschlossen und werde weiterhin Geld bekommen. Entweder vom militärisch-industriellen Komplex, von Elitefamilien oder von Aktiengruppen. Vergessen wir Stephen Hawking nicht, einer der intelligentesten Männer auf der Welt. Er hat einen IQ von 160. Er arbeitet mit Quantenphysik in Bezug auf schwarze Löcher. Ich bin bloß Greg Nicoletos. Wie kann ich mit jemandem, der einen IQ von 160 hat, herumdiskutieren? Ich meine aber, nur weil er sagt, dass DNA-Organismen sich in Maschinen verwandeln werden, und nur weil er einen IQ von 160 besitzt, heißt das noch lange nicht, dass dieser Mann auch nur einen Fetzen Weisheit besitzt. Die Durchschnittsmenschen da draußen müssen wissen, dass auch diese Leute nur als Verbindungsstücke gesehen werden. Es geht darum, das Tempo für das Predictive Programming vorzugeben und die Bevölkerung mit der Technologie vertraut zu machen. Dies ist eine ganz gewiefte Werbemaschinerie. Also wenn man jemanden hat, der mit seinem Buch Eine kurze Geschichte der Zeit mehr als 200 Wochen auf der Bestsellerliste ist, soll ein Jugendlicher in der Universität sagen: Schau mal, ich widerspreche mit Einstein? Wir müssen wissen, dass wir als überflüssig angesehen werden. Und das basiert auch auf Darwins Evolutionstheorie. Man sieht euch nicht als Wesen aus Fleisch und Blut, das eine Seele hat, sondern als Trittstein auf dem Weg zur Maschine. Das ist Dehumanisierung in seiner höchsten Form. Nun zur Chipping-Cyborg-Agenda in den Medien. Die Galaxy Rangers. Captain Zachary Fox hat einen Gehirnchip, mit dem er offensichtlich viel größere Fähigkeiten hat, den Feind zu bekämpfen. Der Gehirnchip bei den Stepford Wives schafft den Hive Mind, das Bienenstockbewusstsein. Und dieser Hive Mind ist offenbar in Übereinstimmung mit dem Bewusstsein des Ehemannes und dem, was er will. Hier soll propagiert werden, dass man mit einem Gehirnchip eine perfekte Gesellschaft erschaffen kann.
Die Matrix ist interessant, denn obwohl Neo das System der Matrix bekämpft, lädt er sich Programme in das Gehirn, um das System zu bekämpfen. Er ist also eigentlich selbst ein Programm in dem System, wenn man es bis zu dem Punkt analysieren will. Beim Demolition Man sind alle Bürger verchippt, beim Film Existenz geht es um Gehirnchips, der neueste Film mit Bruce Willis, der Brain Upload. Hier lädt man sein Bewusstsein auf einen Hauptcomputer und lebt dort sein virtuelles Leben. Wenn sich Greg Nicoletos in seinem Leben langweilt, lädt er sich einfach in das System. Vom logischen Standpunkt aus gesehen ist das natürlich völlig krank. Aber diese Agenda soll tatsächlich Ihnen den Mikrochip nahebringen. Es geht eigentlich um den Verichip, den Gehirnchip. All diese Dinge werden vielleicht nie so passieren. Sie sind aber Teil einer gewieften Werbekampagne, damit Sie diese Technologie als nächsten Schritt der menschlichen Entwicklung akzeptieren. Wir müssten nicht in den Irak in den Krieg ziehen. Durch den V-Chip wurde ermöglicht, dass Saddam Hussein besiegt werden konnte, weil in South Park Cartman Saddam Hussein 1999 mit einem V-Chip besiegt hat. Es ist irgendwie lustig, dass dieser Chip ausgerechnet V-Chip hieß. Klingt irgendwie nach Verichip, oder? Dann haben wir die Humanisierung der Roboter und die Dehumanisierung der Menschen in Roboter. Es ist eine Push-Pull-Technik, damit sie damit vertraut gemacht werden. Damit sie denken, dass Bumblebee vielleicht wirklich weinen kann. Jetfire altert und geht am Stock. Bei Mudflap und Skids handelt es sich um Rapper-Stereotypen, die weder lesen noch schreiben können. Aus Robotern werden Menschen und aus Menschen werden Roboter. Daft Punk ist auch interessant, wenn man sich die Symbolik betrachtet. Roboter in einer Pyramide. Offensichtlicher geht es gar nicht. Die vorhersehende Programmierung, Predictive Programming, wird immer intensiver. Der Toronto Star hat einen, zumindest aus deren Sicht, tollen Artikel geschrieben. Ich lese nur ein paar Zeilen vor. Wenn mein vierjähriger Sohn einmal alt ist, wird er es kaum bemerkenswert finden, dass er und beinahe jeder, den er kennt, einen dauerhaft eingepflanzten Mikrochip hat. Für eine Gruppe wie Sie klingt das natürlich vollkommen lächerlich. Für den Rest der Bevölkerung jedoch klingt es wie der nächste logische Schritt. Es stand ja im Toronto Star und wird dann wohl wahrscheinlich auch so eintreten. Was wir jetzt noch machen müssen, ist zu klären, was Markieren überhaupt bedeutet und was der Verichip eigentlich ist. Bei der Kennzeichnung geht es immer um ein Herren-Sklaven-Verhältnis. Sie soll Eigentum anzeigen. Die Griechen markierten ihre Sklaven mit dem Buchstaben Delta. Das stand für Doulos, was Sklave bedeutet. Es war schon immer ein dehumanisierendes Verfahren. Wir machen es mit Viehbeständen und offenbar bald auch mit Menschen. Hier haben wir einen mit einem Markenzeichen. Wahrscheinlich würde er auch den Verichip nehmen. Er hat sich sogar Intel in die Hand gebrannt. Kommen wir nochmal auf die Sprachwissenschaft zurück. Was bedeutet eigentlich online? Online zu sein bedeutet, unter der direkten Kontrolle eines Hauptcomputers zu arbeiten oder mit ihm verbunden zu sein. Wenn Sie online mit einem Computer sind, sind Sie online mit anderen PCs verbunden zu einem Hauptcomputer oder dem World Wide Web. Wenn man also einen Verichip hat, steht man unter direkter Kontrolle eines Hauptsystems. Was also passiert, ist, dass allmählich mehr und mehr von Ihnen online verschoben wird. Das endgültige Ziel ist, Sie mit einem RFID-Chip zu versehen, so dass Sie mit einem Hauptsystem kommunizieren und dass Sie Eigentum von jemandem sind. Und weiter. Was bedeutet digitalisieren? Daten werden in digitale Form gebracht, um vom Computer genutzt werden zu können.
Wenn also biometrische Daten von ihnen erfasst werden, wird ein Algorithmus auf die Daten angewendet. Dadurch kann man eine Nummer aus ihrer Person auswerten, die dann im Hauptsystem landet. Man ist so wild auf Daten, dass man so viele biometrische Daten wie möglich von ihnen haben will, um die Nummer ihrer Person zu bekommen, die ihrer physikalischen Erscheinung so weit wie möglich entspricht. Man sieht es ja, es reicht vom Scannen der Iris bis zu den Fingerabdrücken. Ich werde später noch darüber berichten, aber reden wir weiter über die Formulierungen. Denn wir wollen beweisen, dass man ihnen eigentlich sagt, was Sache ist. World Wide Web, das weltweite Netz. Warum benutzt man das Wort Netz? Wenn man sie mit etwas verschmelzen will, und das ist ja Teil des Plans. So wie IBM auch schon gesagt hat, wir wollen sie mit dem Netz verbinden. Was ist eigentlich ein Netz? Etwas, das Fallen stellt, umschlingt und einfängt. Wenn die Suchmaschine von Google Schleppnetze im Internet auslegt, sie nennen so etwas Netcrawlers, Netzschlepper. Und warum heißt es Netz? Was macht ein Netz? Umgarnen und einfangen. Wenn man sich die Aktivitäten im Internet ansieht, dann könnten Sie einer dieser Knoten sein. Und genau darum geht es bei dieser Agenda. Und wie stellen Sie das an? Mit einer Push-Pull-Technik, einer Gegentakt-Technik. Wir verlagern unser Leben auf das Internet. Wenn ich Ihnen vor 20 Jahren gesagt hätte, dass wir uns auf Facebook treffen und dort unsere illusionären Freundschaften haben würden und wir einen so großen Teil unseres Lebens im Internet verbringen würden, vor 20 Jahren hätte es wie Science Fiction geklungen. Heute sind es Science Fiction Tatsachen. Wir werden später noch darüber reden, wo das in den nächsten 10 bis 15 Jahren hinführt. Wir werden in der Lage sein, Gefühle über das Netz auszudrücken. Wir werden in der Lage sein, Gefühle wie Hass, Liebe, Traurigkeit und so weiter auszudrücken. Und Leute werden diese Gefühle im Netz wahrnehmen können. Das wird mit Hilfe von Sensoren, die in der Kleidung oder in der Architektur eingewoben sind, möglich sein. Es läuft auf Folgendes hinaus. Während sich die Bandbreite von Telefonen erhöht, zum Beispiel bei 3G, das Apple iPhone wird einer der Hauptbeschleuniger dieser Technologie sein. Es gibt Anwendungen wie zum Beispiel Augmented Reality, wo das Foto unten zu sehen ist. Bei einer Bandbreite von 4G werden Sie Anwendungen haben, die Sie umhauen werden. Ich habe nun wirklich keine Technophobie. Ich habe schon für Apple und für Xerox gearbeitet. Als jemand, der sich für Technologie interessiert, muss ich sagen, dass Technologie sich langsam zu einem Feind für die Menschheit entwickelt. Auch wenn Sie für sich selbst keine Gefahr sehen, müssen Sie sich während Ihrer Kinder damit befassen. Und auch um Ihre Enkel willen, denn Sie werden diejenigen sein, die in dieses Netz gesaugt werden. Anziehungstechniken. Wie zieht man uns also mit unserem Einverständnis in das Netz? Facebook, Twitter, Dick. Jeder will heute berühmt sein. Jedem will man zeigen, was man am Wochenende gemacht hat. Es gibt genügend Nachweise dafür, wer Facebook und MySpace finanziert. Meistens sind sie von der CIA finanziert. Der Klassiker ist der, dass ein paar Jungs in der Garage angefangen haben. Wie oft habe ich diese Geschichte gehört? Es nervt langsam. Es sind immer die Jungs aus der Garage, die zum Schluss einen 10 Milliarden Dollar Konzern haben. Naja, nochmal kurz zum Verichip. Es gibt ein Recht auf ein Privatleben in den Menschenrechten. Es verletzt mindestens 19 Artikel der Universellen Erklärung der Menschenrechte der UN. Auch wenn ich sonst nicht viel von der UN halte, aber von dieser Erklärung halte ich schon etwas. So, letztendlich ist IBM der Eigentümer von Verichip. Es gibt Verknüpfungen, die ich noch aufzeigen werde. IBM wurde im Jahr 1896 von Hermann Hollerith gegründet. Es war eine Firma, die sich mit Volkszählungen befasste. Sie haben von der US-Regierung den Auftrag für die Volkszählung bekommen und den haben sie heute noch. Und zusätzlich bekommt nun der US-Amerikaner ein GPS-Tag an seiner Eingangstür. Was Sie da in der Mitte sehen, ist die Tabelliermaschine. Das war der erste Computer, in dem Sinne, dass er Softwareprogrammierung erlaubte. Das Nazi-Regime wandte sich an IBM,
weil sie eine Rassenvolkszählung unter Verwendung von Kennziffern machen wollten. Es sollten auch die Berufsverhältnisse, Wohnort, Inventar und Vorräte mit erfasst werden. IBM hat daraufhin eine Lochkarte erfunden. Das war der Softwareentwicklung von heute sehr ähnlich. Es war ein Softwareprogramm, das auf deren Bedürfnisse zugeschnitten war. Das Ergebnis war, dass 64.000 Karten pro Stunde ausgewertet werden konnten. So konnte die Tabelliermaschine zum Beispiel alle Homosexuellen in Polen, die, sagen wir mal, Schreiner waren, finden. Und mit dieser Information und dem Schienennetz, das auch mittels des Lochkartensystems betrieben wurde, konnte IBM dann höchst effizient sogenannte unerwünschte Personen auszählen. Um einen Bezug dazu herzustellen, die Hollerith-Maschine konnte 64.000 Karten pro Stunde auswerten. Und sehen Sie mal, was damit schon möglich war. Der BlueJean-Prozessor führt 22,8 Millionen Berechnungen pro Sekunde aus. Man darf den Bezug nicht aus den Augen verlieren. Es ist einfach völlig außer Kontrolle. Wir haben eng mit einem Herrn namens Edwin Black zusammengearbeitet. Er hat ein Buch geschrieben, IBM und der Holocaust, falls jemand eine wasserdichte Entlarvung des Naziregimes lesen will. IBM äußert sich nicht dazu, sie haben die Details nicht mehr. Aber etwas anderes kann man von diesem Psychopathen noch nicht erwarten. Die Maschinen wurden geleast. Es war also nicht so, dass IBM dem Naziregime die Maschinen verkauft hätte und es dann ihnen überlassen hätte, wie sie die Maschinen benutzen, sondern sie haben die Maschinen verleased und ihr Geld mit der Herstellung der Lochkarten verdient. Sie haben also Hand in Hand gearbeitet. Und diese Zusammenarbeit dauerte von 1933 bis 1945. Es waren über 2000 Maschinen in Betrieb in Auschwitz und all den anderen Konzentrationslagern. Es ging offensichtlich nicht nur um Juden, wie viele Menschen noch immer tatsächlich gestorben sind. Es ging darum, diese Ereignisse zu ihrem Vorteil zu nutzen. Denn Geschichte wiederholt sich. Es wurden auch noch andere Daten erfasst, einschließlich Viehbestand, Pferde und so weiter. Die Dänen waren übrigens diejenigen, die die Butter gehortet hatten. Hitler hat sie geschnappt und dann hatte er die ganze Butter. Wie auch immer. Jetzt etwas für alle hier, die mit der Symbolik vertraut sind. Viel hat sich nicht geändert. Links hier das Hollerith-Symbol, Übersicht mit Hollerith-Lochkarten. Und was das Wort IBM betrifft, es steht auch für Sichtstrahl, I-Beam. Es ist also dasselbe Spielchen. Was ist also RFID, Radio Frequency Identification? Die ganz neutrale Lexikonbeschreibung lautet: ein Radio-Antwort-Sendegerät, das mittels Radiofrequenz entweder durch einen feststehenden oder einen von Hand betriebenen Scanner ausgelesen werden kann. Und er speichert Daten. Man sieht sie heutzutage, auch wenn man sie vielleicht nicht sofort als solche erkennt. Tesco ist immer ein guter Ort, um anzufangen, weil sie ihre Zulieferer zwingen, RFID zu benutzen. Wenn sie Kleidung oder ähnliches kaufen, sehen sie manchmal etwas, was man für einen Diebstahlschutz halten könnte. Es ist aber ein RFID-Chip. Jedes Mal, wenn Sie zu Tesco einkaufen gehen und gefragt werden, ob Sie das Loyalitätsprogramm mitmachen wollen, sagt man Ihnen eigentlich, wir wollen Sie verfolgen. Was ist RFID? Er wurde 1948 erfunden. Verichip ist offensichtlich ein RFID-Gerät. Oben rechts sehen wir den Hitachimu-Chip im Größenvergleich zur Ameise. So klein ist er schon und er wird sogar noch kleiner. Einigen Verschwörungstheorien zufolge soll RFID-Staub in Impfstoffen sein. Das stimmt aber nicht. Das sind nur Verschwörungstheorien. Und was ist der Verichip? Er ist das einzige Produkt, das für den Zweck der Implantierung in einen Menschen entworfen wurde.
Im Grunde ist es ein RFID-Chip in einer Glaskapsel. Es hat eine Patentnummer und ist von der FDA zugelassen. Als er anfangs auf den Markt kam, wurde er verwendet, um Zugang zu den medizinischen Daten zu erlangen, und das ist immer noch so. Mittels VeriPay kann man ihn auch zum Bezahlen verwenden. Und man kann ihn verwenden, um Zugang zu geheimen Einrichtungen zu bekommen. Zur Entstehungsgeschichte: mit Destron Fearing hat es angefangen. Jegliche Markierung, mit der ein Tier in der Wildnis versehen wird, kommt von Destron Fearing. Dann wurde diese Technologie verkauft und in Flugzeugen verwendet. Danach wurde er benutzt von der Hughes Identifikationsabteilung, und diese arbeitete nach der Evolutionstheorie von Darwin: wenn wir Tiere als Säugetiere bezeichnen, können wir natürlich den Menschen auch mit einbeziehen. Was ich damit aufzeigen will, ist, sie werden in diesem System immer zum Nutztier reduziert. Darum geht es bei diesem Spiel. Man will sie dehumanisieren. Man sieht sie nicht als Wesen aus Fleisch und Blut. Sie sollen entweder ein Roboter sein oder ein Tier. Das sind die beiden Alternativen, worauf es hinausläuft. Und wenn Leute sagen, ach, da ist doch nichts dabei bei diesem VeriChip. Raytheon stellt ihn her, der fünftgrößte Waffenhersteller der Welt. Dieselbe Firma, die die Tomahawk-Rakete herstellt, produziert auch den VeriChip. Und die unsichtbare Hand von IBM finanziert das seit 1999. Und noch was für diejenigen, die sich mit Symbolik befassen: das Logo für VeriChip sieht aus wie das Auge aus dem Film Herr der Ringe. Finden Sie nicht? IBM finanzierte also VeriChip seit 1999. Sie hatten einen Kredit von 95 Millionen Dollar. Schließlich hat IBM 65 Millionen Dollar abgeschrieben für eine Einmalzahlung von 30 Millionen Dollar. Und nun verraten Sie mir mal, welche Finanzfirma 65 Millionen Dollar abschreiben kann. Einfach lächerlich. Die Präsentationen von VeriChip finden in den Forschungslaboren von IBM statt. Wie man sieht, wird da Hand in Hand gearbeitet. Zur FDA-Zulassung, da haben wir Tommy Thompson, der für Präsident Bush gearbeitet hat, was keine Überraschung ist. Während der fünfmonatigen Zulassungsphase war er einer der VeriChip-Direktoren. Dafür hat er über 80.000 Dollar bekommen und über 266.000 Aktien bei VeriChip für angewandte digitale Lösungen. Und das ist nur das, was wir wissen. Entscheiden Sie selbst. Diese Familie ist eigentlich der Geburtshelfer der We the People Will Not Be Chipped Bewegung. Als ich das gesehen habe, und ich bin ja beruflich im IT-Bereich tätig, ist mir einfach kotzübel geworden. Da hieß es: ich will das erste verchippte Kind sein. Es kam so im Fernsehen. Sie haben sich präsentiert, als seien sie die Retter der Welt. Und später haben wir herausgefunden, dass auch sie auf der Gehaltsliste standen. Ich als Einzelperson damals dachte mir, ist das nun die Zeit, wo die Menschheit in Aufruhr gerät und sagt, genug ist genug? Was aber geschah war, dass die Leute sich einfach wieder schlafen legten, losgingen und sich einfach einen größeren Plasmafernseher kauften. Und es wurde noch schlimmer. Die Time for Kids berichtete auch darüber. Das Time Magazine ist ja offensichtlich ein sehr kontrolliertes Medium. Und sie propagierten, Derek ist das erste Kind, das verchippt werden soll. Ist er nicht cool? Was Sie verstehen müssen, es wird extra für unsere Kinder und Enkelkinder propagiert. Wir werden wahrscheinlich nicht verchippt werden. Man hat es in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf die nächste Generation abgesehen. Leute müssen sich im eigenen Interesse, auf allen Ebenen und in allen Generationen darüber informieren. Das Computer-Wunderkind Derek starb im Alter von 18 Jahren bei einem Motorradunfall. Ich will den Todesfall nicht trivialisieren, aber man sieht doch, dass VeriChip ihm gar nichts gebracht hat. VeriChip konnte den Jungen auch nicht retten. Er hat einen Motorradunfall. Das Universum ist erbarmungslos. Und der Junge ist gestorben. Also für alle Eltern, die ihre Töchter verchippen wollen, um sie vor Pädophilen zu schützen: der Chip kann die Probleme, die die Menschheit hat, auch nicht lösen. Es gibt gute Menschen und es gibt eben auch böse Menschen. Und es gibt Tage, an denen man einfach Pech hat.
Some days you have bad luck. Naja, machen wir weiter. Welche Marktsegmente bedient VeryChip? Eigentlich alle. Es gibt eine Facebook-Kampagne, die mehr Benutzer als unsere Gruppe hat. Dabei geht es darum, alle Pädophilen mit einem Chip zu versehen, damit sie per Satellit verfolgt werden können. Ich habe mit der Dame Kontakt aufgenommen und sie gefragt, wie das einen Pädophilen abhalten soll, ein Kind anzugreifen. Ich sagte, das löst doch nicht die psychischen Probleme des Pädophilen. Sie war der Meinung, er könnte verfolgt werden, bevor er ein Kind überfällt. Sie sehen, das ist eben das Problem, auf das wir stoßen, wenn wir die Technologie nicht verstehen. Sie wird uns in den Medien als das Wundermittel schlechthin angepriesen. Wir werden darauf konditioniert zu glauben, wenn es für James Bond gut ist, ist es für uns alle gut. Für illegale Immigranten oder für Alzheimer-Patienten, die sich freiwillig für den Mikrochip entschieden haben, obwohl sie es vergessen haben. Jedes Mal, wenn illegale Immigranten über die mexikanische Grenze kommen, verkündet VeryChip in einer Pressemitteilung, dass sie das lösen könnten. Was das Militär anbetrifft, wir bekommen eine Menge E-Mails vom Militär. Dazu muss man wissen, dass Raytheon den Vertrag für die Produktion der VeryChips hat. Man ist also gerade mal einen Vertrag von der Hundemarke entfernt. Die Hunde des Krieges, also Soldaten, sollen im Grunde auch wie Hunde mit Etiketten versehen werden. Nur ein kleines Wortspiel. Verchippt werden sollen Leute, die für die Regierung arbeiten und im Grunde jeder, der für den Staat arbeitet und von ihm abhängig ist. Wenn die Gesetzgebung erstmal durchgebracht wurde, wird es schwer, nicht verchippt zu werden als Abhängiger vom Staat. So, nun bekommt VeryChip eine zusätzliche Fähigkeit. VeryChip hat einen Vertrag mit einer Firma namens Receptors abgeschlossen. Receptors hat eine Rezeptorkomponente hinzugefügt, die pathogene Veränderungen finden soll, um bei Diabetikern Glukosemoleküle zu finden und auch andere biologische Bedrohungen, wie zum Beispiel H1N1, SARS und so weiter. Der Mikrochip wird auf chirurgischen Weg eingepflanzt und der Diabetiker braucht sich nicht mehr 5-mal am Tag Blut abzuzapfen, sondern nur noch 1-mal am Tag scannen und sagen, ist das toll. Abgesehen davon, dass er vielleicht Krebs bekommt, aber das steht auf einem anderen Blatt. Wir müssen verstehen, wie das vermarktet werden wird. Es werden sehr viele Bevölkerungsschichten angesprochen werden. Und es wird von IBM finanziert. Und das heißt, es wird nicht einfach verschwinden. Hier sehen wir so eine Komponente, die Glukose aufspürt. Und so funktioniert sie. Die Probe wird präsentiert, wenn es zum Beispiel ein Virus ist, je nachdem welcher, geht sie durch eine andere Schleife. Und wenn die Probe dann sauber ist, dann geht sie durch. Das mit dem HXNY gefällt mir, denn anscheinend stellt Baxter im Labor gerade einige neue Virusvariationen her. Und dann haben wir ja dann noch SARS. Was wir hier sehen ist, dass wir nur einen Schritt entfernt sind zu einem Geschäft mit der Weltgesundheitsorganisation und der CDC, um ein Produkt zu bekommen, das alle Nöte der Menschheit heilen kann, angefangen von der Bezahlung und so weiter. Und wo führt uns das alles hin? Es wird ihre finanzielle Vorgeschichte zentral verknüpft, die Kreditüberwachung und ihre Kreditwürdigkeit. VeryChip versieht das ursprüngliche Produkt mit noch mehr Dienstleistungen. Wenn man zum Beispiel auf Jobsuche ist, könnte der Arbeitgeber so die finanzielle Situation des Bewerbers abklären. Sie machen auch Werbung damit, dass sie Identitätsdiebstahl verhindern könnten und eine nationale Kriminaldatenbank zur Überwachung. Dieses Produkt bietet so viele Leistungen an, dass eine Regierung auf die Idee kommen könnte, dass es alle Probleme lösen könnte. Aber darüber hinaus greift es massiv in die Privatsphäre ein. Wir werden oft gefragt, ob man per Satellit verfolgt werden kann. Jetzt noch nicht, die Antenne im Chip ist dafür noch zu klein.
Not right now. The very chip, basically the antenna in it, is too small to actually be read. Man arbeitet aber an Geräten, die Personen lokalisieren können, wie Scott Silverman sagt, den ich am Anfang erwähnt habe. Das müsste ein sehr viel größerer Chip sein. Aber wir haben 29 Satelliten, die den Erdball auf niedrigen Bahnen umkreisen, von einer Firma namens Orbcomm. Und wenn der VeriChip dann draußen ist, wird man euch nicht aus den Augen verlieren. Sie werden wissen, wo ihr seid. Und wie funktioniert RFID? Hier ein Beispiel von IBM. Du gehst in einen Laden, man erfasst deine Nummer, man sieht, wo du hingehst. Das basiert auf den RFID-Produkten, die du bei dir hast. Die Person war faul. Wo bleibt sie denn? Ah, da ist sie. Die Person kommt herangeschlendert und sieht ins Schaufenster. Vielleicht hat sie kein Geld und kann sich vielleicht nicht leisten, in den Laden zu gehen. Und all diese Daten werden über sie gesammelt und sie wissen es nicht einmal. Das Patent dafür gibt es. Das ist die Nummer. 20020165758. Und wenn man erst einmal Sensoren am Boden hat und eine übergewichtige Person läuft dort lang, könnten die RFID-Chips diese Information weiterleiten. Und dann könnten Preise für Pommes frites oder alles, was dick macht, steigen, weil alle Daten gesammelt werden und miteinander kommunizieren. Worum es genau geht, ist, genau herauszufinden, wer sie sind, sie zu beobachten und sie im Grunde zu potenziellen Einkommensströmen zu reduzieren. Das war also IBM. Jetzt Bockcodes. Das sind RFID-Chips auf Steroiden. Als das rauskam, hat es mich wirklich umgehauen. Es kommt von demselben Campus in MIT, der uns auch den RFID beschert hat. Es kann die millionenfache Datenmenge erfassen als ein Barcode derselben Größe. Aber der Clou ist, dass der Barcode keine Batterie braucht, um ausgelesen zu werden. Er benutzt die Helligkeit und den Einfallswinkel des Tageslichtes. Das bedeutet, dass eine Kamera ihn von einer Entfernung auslesen kann. Und hier kommt die globale Überwachung ins Spiel. Alle CCTV-Kameras werden alle Produkte mit Barcodes verfolgen können. Dann werden wir ein totales Überwachungsnetz haben. Wenn man angenommen in London 100.000 Leute zu Barcodes befragen würde, hätte keiner je davon was gehört. Und wir fragen uns, wofür es all die CCTV-Kameras da draußen gibt. Wie funktioniert also eine Brown-Kaffeetasse? Ich kaufe sie, schmeiße sie weg und die Daten werden weitergeleitet. Ich habe sie nicht ordnungsgemäß entsorgt. Die Sensoren erfassen, dass die Tasse in der falschen Gegend gelandet ist und ich bekomme einen Strafzettel. Denn ich hatte nicht gewusst, dass Starbucks meine Tasse mit einem RFID versehen hatte. Und das sind jetzt weltweite Programme, die jetzt eingeführt werden. Über die Tories weiß ich nur, dass sie eine Partei in Großbritannien sind. Hier ist ein anderes Beispiel, wie man uns ins Internet verschieben will. Mit der Obama-Gesundheitsvorsorge und dergleichen will man unsere Gesundheitsdaten online verschieben. Der Grund dafür ist, dass man Geld an den Daten verdienen kann. Man kann ihre Beschwerden rausbekommen. Wenn sie zum Beispiel ein depressiver Mensch sind, dann kann man ihnen Prozac anpreisen. Man bekommt ihre Suchbegriffe über Google heraus und sie bekommen Prozac vorgeschlagen. Es gibt diese illusionäre Vorstellung, es gäbe eine Konkurrenz zwischen Google Health und Microsoft Health Vault. Die gibt es jedoch nicht. Das sind zwei Konzerne, von denen jeder ein Stück Kuchen hat. Denn sie werden schließlich bei einem von beiden landen. Wenn ihre medizinischen Daten erstmal online sind, können sie von da aus an Versicherungen weiterverkauft werden. Vertrauliche Dinge, die unter der Schweigepflicht der Ärzte stehen, sind nicht mehr vertraulich, wenn sie erstmal im Netz stehen.
Diese Daten werden an Versicherungen verkauft. Und wenn Sie sehen, dass, sagen wir mal, Greg ein Herzproblem hat, erhöhen wir seine Prämie oder wir versichern ihn gar nicht erst. Und deswegen pflegt Obama seine Obama-Pflege so sehr, denn es gibt viel zu gewinnen. Ich zeige Ihnen schnell, wie das funktioniert. In der Mitte ist Google Health. Hier sehen Sie es. Die Beschäftigten können die Datenbank durchsuchen, ebenso wie die Ärzte, Krankenhäuser, Versicherungen und natürlich der VeriChip. Der VeriChip ist ein Produkt, welches von Microsoft Health Vault als gesundheitlich unbedenklich eingestuft wurde. Und es wird wahrscheinlich auch von Google zugelassen werden. Was Sie verstehen müssen ist, dass es von der Gesundheitsbehörde FDA zugelassen wurde. Und das bedeutet, nehmen wir mal die TGA in Australien, eine Behörde, die der FDA entspricht, dass sie sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit an der Entscheidung der FDA orientieren wird. Wer hat uns den Barcode gebracht? Wieder IBM. Er wurde 1971 erfunden. Seit 1973 wird er im Militär benutzt. Barcodes müssen einzeln gescannt werden. Man kann nur eine Nummer für, sagen wir mal, eine Dose Cola vergeben. Wie es jetzt zum elektronischen Protokoll kommt. Inzwischen hat man genug Ziffern zugewiesen, um jeder produzierten Cola-Dose eine einzigartige Nummer zu geben. Es kann also jedes Produkt, das produziert wird, von Nähnadeln über Jumbojets bis hin zu Sandkörnern, mit einer individuellen Nummer versehen werden. Wenn diese Produkte erst einmal in Netzwerken verarbeitet und elektronisch erfassbar werden, ich meine, Sie könnten zum Beispiel gerade mit 50 Produkten in diesem Raum sitzen, die RFID-Chips haben, und Sie hätten davon keine Ahnung. Ich müsste nur einen feststehenden Scanner installieren und ich wüsste ziemlich genau, welche Produkte Sie bei sich tragen. Was wir brauchen, ist eine Kennzeichnungspflicht für Produkte, die RFID-Chips haben. Das ist unser gutes Recht, davon zu wissen. Denn wenn Sie es nicht wissen, dann wird dieses Wissen gegen Sie verwendet werden. Sie kennen ja die Geschichte von Jackie Smith und was ihr Mann gekauft hat. Die Geschichte hat es bis nach Australien geschafft. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass man es verfolgen konnte. Und das war nur eine normale Transaktion. Ein Produkt mit einem RFID-Chip kann während seines gesamten Lebens verfolgt werden. Das hatten wir schon auf einer anderen Folie, aber es ist wichtig, für Menschen sind 33 Bits vorgesehen. Und die andere Sache ist die, wenn ein Produkt erst einmal elektronisch erfasst werden kann, hat es eine eigene Webseite. Nehmen wir zum Beispiel an, diese Lautsprecher hätten einen RFID-Chip mit einem elektronischen Protokoll. Dann könnte ich Informationen über seinen Standort, seine Funktion und wer ihn angefasst hat, bekommen. Das geht so weit, dass man die gesamte Lebensspanne des Produktes erfassen kann. Vielleicht haben Sie ja Zugang zu diesen Informationen, wie die Leute von der Elite das haben. Warum interessiert Sie das, was ich mit einer Dose Bohnen, die ich gekauft habe, mache? Ich will sie doch nur essen. An diesem Punkt befinden wir uns jetzt, in der Phase, wo wir ein intelligentes, sensorisches Netzwerk haben. RFID gibt es schon eine ganze Weile und wir bewegen uns darauf zu, dass wir es in Produkten und Ähnlichen haben. Ich will mich nicht allzu lange damit aufhalten. Das ist das Internet der Sachen, also das Internetprotokoll Version 4. Das bedeutet, dass es eine gewisse Menge an IP-Adressen gibt. Das ist wie bei einem Grundstück. Wenn man zum Beispiel eine Webseite hat, gibt es dafür eine Nummer und so weiter. Und was sie nun gemacht haben, ist, dass sie mehr Nummern geschaffen haben, damit man alle Produkte auf das Internet verschieben kann. In diesem 2005 bis 2008 Diagramm sieht man, dass das Netz immer komplexer wird, während immer mehr Produkte hinzugefügt werden und es immer dichter bevölkert wird. Vergessen Sie nicht, dass auch menschliche Wesen Teil davon sind. And don't forget that
the human beings are part of that as well. Ich empfehle das Buch Everywhere von Adam Greenfield, der für Nokia gearbeitet hat, falls Sie sich für das Internetprotokoll Version 6 interessieren. Obwohl er selbst für die Industrie arbeitet, ist er sehr besorgt wegen der 128 Bits für Adressen. Er hat gesagt, es gibt so viel Raum für Internetadressen, dass man selbst Staubpartikel eine Adresse geben könnte. Dust particles, right? So, I mean, wo soll das alles hinführen? Also ein Sandkorn wird seine eigene Webseite haben. Okay. Back to IBM. Zurück zu IBM. Kürzlich haben sie ein Produkt namens IBM Breadcrumbs, IBM Brotkrümel, auf den Markt gebracht. Das ist ein App. Das iPhone wird das alles auf den Markt bringen, denn letztendlich ist es ein Computer. Und wenn wir erstmal 4G haben, kann man es im Supermarkt an die Produkte halten und es wird ihnen die Zusammensetzung angeben, das Herstellungsdatum, Rückrufaktionen, wie lange es schon im Regal steht und nach einer gewissen Zeit auch, wer es in ihrer Umgebung gekauft hat. Das ist einfach zu viel Information. Das brauche ich doch nicht zu wissen. Vor allen Dingen braucht IBM das nicht zu wissen. Das ist das eigentliche Problem. Reden wir über Ambient Intelligence. Eine Technik, die Sie über Anreize ins Internet bringen soll. Sie kennen ja schon die intelligenten Häuser. Nach einem stressigen Tag will man vielleicht ein Glas Wein, also gießt es einem Wein ein und legt stimmungsvolle Musik auf. Also hier haben wir wieder den Anreiz. Aber eine Umgebung kann nur auf sie reagieren, wenn sie Informationen über sie hat. Je besser die Umgebung auf sie reagieren und ihnen den Service liefern kann, desto mehr Information muss von ihnen gesammelt worden sein. Aber brauchen sie das wirklich? Vielleicht will ich gar keinen Wein, wenn ich nach Hause komme. Vielleicht will ich Whisky. Naja, vielleicht ist das ein schlechtes Beispiel. Der springende Punkt ist aber der: Ich brauche meine Umgebung nicht, um mir zu sagen, was ich tun soll, wie ich es tun soll, und vorauszuschauen, was ich tun werde. Ich bin ein menschliches Wesen. Ich habe einen freien Willen. Ich will nicht irgendwann in einer Welt leben, wo eingebettete Sensoren alles, was ich tue, verfolgen und analysieren und ich vorhersehbar bin und man mir Dinge anpreist und so Profite mit mir gemacht werden. So wie Minority Report mit Tom Cruise, einem Film mit vorhersehbarer Programmierung, Predictive Programming. Angenommen, Sie hätten eine Panasonic-Toilette und stünden unter Drogenverdacht, dann wären Sie erledigt. Diese könnte Ihre Fäkalien analysieren und die Daten an Ihren Arzt schicken. Ich hoffe, Sie haben Freunde, die für Sie aufs Klo gehen können. Es gibt noch eine Toilette von Panasonic, die einen Wärmesensor hat. Sobald sie gesehen hat, dass sie die Toilette betreten, nimmt sie an, dass sie danach eine Tasse Kaffee wollen. Also brüht sie ihn schon mal in der Kanne auf. Dann hätten wir noch: Kein Obdachloser bleibt zurück. Oder besser gesagt, alle Obdachlosen bleiben zurück. Das ist eine Parkbank, die misst, in welchem Winkel man sitzt. Sie hat einen Zeitmesser und einen Winkelmesser. Und wenn sie sich herumlümmeln, schmeißt sie sie raus. Das passiert wirklich. Das ist keine Science Fiction. Das passiert wirklich. Mit Sensoren ausgestattete Produkte von Panasonic. Alle Frauen der Welt finden das toll. Ich gehe nicht näher darauf ein, aber Sie können es selber gerne nachlesen. Sowas von faul, Mensch. Mein Gott, heb doch den Mülleimerdeckel hoch.
Das ist der Belohnungsansatz. Na gut, jetzt die erweiterte Realität. Eine Ködertechnik, im Grunde virtuelle Realität. Damit überlagert man Daten in unsere wirkliche Welt. Es läuft darauf hinaus, dass die Apps auf Ihrem iPhone und auch andere Apps Ihnen sagen, welche Kneipe in Ihrer Nähe ist oder zum Beispiel Informationen über ein Museum angeben. Diese Programme sind sehr dienstleistungsorientiert und sie bieten uns ja auch eine Dienstleistung an. Aber wir müssen wissen, dass sie uns auch immer weiter ins Netz ziehen. Die erweiterte Realität schreitet so schnell voran, dass ich für die Präsentation heute 2 Folien austauschen musste. Bringen Sie das Thema auf Ihrer nächsten Grillparty. Das klingt wahnsinnig schlau. Es gibt verschiedene Apps. Chris Angel singt darüber. Es gibt auch einen neuen Song von John Major über dieses Thema. Schauen Sie mal auf YouTube. Wir zeigen Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie sich das ansehen, behalten Sie die Agenda des Bienenstockbewusstseins im Kopf, mit der man perfekte Arbeitsdrohnen erschaffen will. Eine Terminator-Brille. Zwei Schrauben lockern. Beachten Sie auch, wie man ihm das Arbeitstempo vorgibt. Luftgitter entfernen. Ein Automechaniker, der für BMW arbeitet und das nicht weiß, sollte sowieso rausfliegen. Okay, this one was just today. This actually, Stellen Sie sich vor, wie cool man das als Kind findet. Und nun Ihre neue Verbindung zur Welt. 3D-Objekte in die reale Welt setzen. Schaffen Sie sich Ihre eigene dynamischere Umwelt. Teilen Sie die neue Realität mit allen anderen. Mit der erweiterten Realität gibt es noch Dinosaurier auf der Erde. Nein, gibt es nicht. Es ist eben keine Realität. Das ist der Punkt. Es ist eine Lüge. Sie versuchen, die Vorstellung von Realität zu pervertieren. Sehen Sie die Welt mit ganz anderen Augen, indem Sie einfach dort sind. Lernen Sie die Nachbarschaft kennen, auch wenn Sie noch nie dort waren. Sehen Sie, ein normaler Mensch würde sich einfach erkundigen, was es in der Stadt gibt. Also kurz zusammengefasst, es funktioniert folgendermaßen. Es gibt Netzwerke für Körpersensoren, Interaktionen zwischen Personen, Umgebung und Objekten. Alles kommuniziert miteinander. Man versucht, alles elektronisch erfassbar zu machen. Und wie geht das? Es gibt neue Technologien. Man hat zum Beispiel ein Epoch-Headset für ein Harry Potter-Spiel. Haben Sie Kinder, die World of Warcraft spielen? Nun, sie sind verloren. Ab der nächsten Version gibt es das Emoting, Gefühle über das Netz abgeben und wahrnehmen. Also wenn einem jemand das +20 Schwert klaut, kann man seinen Zorn darüber im Netz abgeben. Darauf bewegt es sich zu.
Wir müssen wissen, dass diese Altersgruppe das aufnehmen wird. Daran gibt es keinen Zweifel. Das ist Predictive Programming, um einen an die nächste Phase zu gewöhnen. Das wird der Gehirnchip sein. Japan war ja schon immer sehr technologiefreundlich. Das hier ist das schon erwähnte Sensei-Projekt. Sehen Sie sich an, welche Firmen dahinter stehen. Siemens, Mitsubishi, Ericsson, IBM, SAP, Nokia. Man hat immer die Vorstellung, die verschiedenen Firmen würden miteinander konkurrieren. Aber das tun sie nicht. Sie arbeiten alle zusammen. Um ein paar Verträge konkurrieren sie vielleicht. Letztendlich werden die Verträge den Firmen gegeben, die den höchsten Leistungsstandard haben. Ich will das Wort neue Weltordnung nicht bemühen, aber bei den großen Technikkonzernen gibt es eine neue Weltordnung. Denn sie operieren letztendlich oberhalb der Regierungen. IBM zum Beispiel macht die Volkszählungen für die Vereinigten Staaten und sie machen auch die Volkszählung in Australien und sie machen die Volkszählung auch in China. Und jetzt sagen Sie mir, ob das wohl die Grenzen der einzelnen Länder überschreitet. Man hat eine Firma, die oberhalb von Staaten operiert. Okay, Gehirnchips, telepathische Chips, Sexchips und der Seelenfänger. Mindflex. Das ist Predictive Programming für die Gehirnchip-Propaganda. Das soll nicht heißen, dass diese Technologie nicht auch für etwas Gutes verwendet werden könnte. Aber so wird es nicht kommen, denn sie befindet sich in den Händen des militärisch-industriellen Komplexes. Und der militärisch-industrielle Komplex hat noch nie etwas Gutes für die Bevölkerung getan. Und er wird es auch in Zukunft nicht tun. Ich kann nur dringend davon abraten, es sei denn, Mutter Teresa bringt einmal solche Produkte heraus. Oh no, this is really good as well. I'll try, hang on. Ich zeige dir die Kraft meines Bewusstseins. Ja, richtig. Es ist Mindflex, Jesse. Ein Spiel mit Objekten. Es geht darum, einen Ball durch eine Bahn mit Hindernissen zu bewegen. Das Einzigartige ist, dass man den Ball mit der Kraft seiner Gedanken bewegt, wie du gesagt hast. Da kommt das Headset ins Spiel. Es hat drei verschiedene Sensoren. Darf ich dir den mal aufsetzen? Ein Sensor liegt auf deiner Stirn. Und zwei Sensoren gehen an die Ohrläppchen. Sieht das nicht schick aus? Konzentriere dich darauf, den Ball anzuheben. Die Sensoren werden deine Konzentration erfassen. Und dies wird den Ball dazu bringen, sich zu bewegen. Konzentriere dich. Fokussiere dich darauf. Mit deiner freien Hand kannst du an diesen Regler drehen. Dreh mal dran. Ja, genau. Großartig. Dieser Regler wird den Ball horizontal bewegen. Aber konzentriere dich weiter. Es geht hier um Konzentration und Koordination. Also konzentriere dich. Hebe jetzt den Ball nach oben. Ja, gut. Und jetzt den Kopf drehen. Verliere den Fokus nicht. Konzentriere dich weiter. Jetzt sieh dir das mal an. Ja, super gemacht. Hier ist der Seelenfänger von eurer eigenen British Telecom. Ein toller Name, nicht wahr? Es ist ein Gehirnchip. Wenn wir uns die Dinge von der Perspektive unserer Bewegung aus ansehen, wissen wir nicht wirklich, ob sie wahr sind, realistisch gesehen. Denn das Erscheinungsdatum liegt im Jahr 2025. Aber wenn es Ihnen gelingt, das hinzukriegen, dann wird es so etwas sein wie in der Matrix, wo man schon von Geburt an mit einem Mikrochip versehen und kontrolliert wird und man als Arbeitsbiene in einer Bienenstockgemeinschaft lebt, um dem Bienenstock zu dienen. Es wird keine Individualität, keine Anatomie, keinen freien Willen mehr geben.
Die Neomaschinenstürmer waren eine Bewegung innerhalb der Textilarbeiter, die im Jahr 1811 in England entstanden war. Sie hatten die Eier und den Mumm, die Maschinen zu zerstören, von denen sie ersetzt wurden. Hier haben wir Firmen, die Jagd auf unsere Familien machen, auf unsere Nachkommen und auf die nächste Generation. Und der Durchschnittsmensch tut einfach nichts. Es ist einfach... Naja, tut mir leid. Hier ist der Sexchip. Das versteht wohl jeder. Meine Freunde, die würden den bestimmt kaufen. Ich lasse sie das lieber selber lesen. Ich müsste sonst lachen. Sind Sie fertig? Yeah, it does. No, that's the upgrade. You want the last line? Also hier ist eine Frau, der so ein Chip implantiert wurde und sie konnte damit permanent Orgasmen haben, aber sie hat ihn wieder entfernen lassen. Da gab es wohl einen Konflikt. Ich kenne ja die Frau nicht. Aber die meisten Menschen streben doch nach einem Orgasmus. Aber sie sagte, nein, ich will die Orgasmen nicht. Wir müssen verstehen, dass etwas auf einer tieferen Ebene passiert war. Die biometrische Ernte. Sie sollen dazu gebracht werden, ihre Daten wegzugeben. Denn eigentlich geben wir unsere biometrischen Daten nicht gerne weg. Was haben wir alles? Gesichtserkennung, Auge, Netzhaut, Iris, Fingerabdrücke, Fingergeometrie, Handgeometrie, Stimme, Unterschrift, Gang, Geruch, Ohr, Tippbewegung. Und was kommt dann noch als nächstes? Die biometrischen Daten der Knie. Als nächstes kommen die Geschlechtsteile dran. Das war jetzt kein Spaß. Erinnern Sie mich daran, dass ich das gesagt habe. Ich sehe das kommen. Wir kommen nun von den äußeren zu den inneren biometrischen Daten. Es wird noch die letzte Festung eingenommen, um an die vollständigen Daten Ihrer Person zu kommen. Umso mehr biometrische Marker man von Ihnen hat, desto besser passen Sie ins Hauptsystem. Es bewegt sich also in Richtung innere biometrische Marker. Und two main axes. Sie sind unter konstanter Überwachung. Wir überwachen die körperliche Verfassung des Benutzers, bevor wir ihn mit Aufgaben betrauen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen. So können wir Risiken vermeiden und die Gefahren von Unfällen durch menschliches Versagen minimieren. Humabio verfolgt den Ansatz, nominale und biometrische Modalitäten mit bereits existierenden, fortgeschrittenen biometrischen Techniken zu multimodalen biometrischen Systemen zu verschmelzen. Eines der Hauptziele des Projektes ist, die physiologischen biometrischen Daten zu studieren. Statt der äußeren Physiologie beschreiben sie eher die inneren Daten der gewünschten Person. Wenn Jackie Smith Ihnen sagt, dass die biometrischen Daten nichts mit IBM zu tun haben, lügt sie. Sie lügen alle. Für diese Leute ist es nie genug. Daten der äußeren Erscheinung reichen nicht. Jetzt will man ihre inneren Daten. Und wo soll es danach hinführen? Es führt zum Functional MRI, was Gehirnscanning ist. Und wenn Sie sich Tom Mitchell anhören, ein Meister des Doppelsprechs, er sagt, es ist kein Gedankenlesen, sondern nur Gedankenidentifikation. Und geht es Ihnen damit besser? John Dylan Haynes, er ist gar kein schlechter Kerl, sagt, was sie mit diesem Gedankenlesen bezwecken wollen. Eigentlich will man ihre Absichten erkennen. Während zum Beispiel Greg Nicoletos sich von A nach B bewegt, will man analysieren, ob seine Absichten gut oder schlecht für das System sind. Und es ist ein militärisch-industrielles System. Denn man will sicherstellen, dass meine Bewegungen keine Bedrohung sind, während ich mich von A nach B bewege.
Und das Beängstigende ist, die algorithmischen Berechnungen werden von einer künstlichen Intelligenz gemacht. Die Maschine bestimmt also. Man sieht es deutlich bei den Ereignissen in Afghanistan und Irak. Die meisten Bombardierungen werden mit Drohnen ausgeführt. Verstehen Sie, was ich meine? Es gibt diese Sehnsucht bei diesem Psychopathen, Robotersoldaten zu bauen. Es gibt also diese Sehnsucht bei diesem Psychopathen, roboterartige Krieger zu bauen. Es geht aber noch weiter. Robert Paul Warp hat gesagt, man versucht einen neuen Lichtstrahl zu entwickeln, den würde man auf ihre Stirn projizieren, und er würde ein paar Millimeter zu ihrem präfrontalen Kortex vordringen. Und man könnte das Licht als Aufspürinstrument verwenden. Und was es Neues hervorgebracht hat, ist ein Feld namens Neuromarketing. Mit Neuromarketing versucht man, ihre Gedanken zu lesen, und zwar heimlich, um herauszufinden, nach welchen Mustern sie einkaufen und konsumieren. Dahinter stehen alle große Hersteller. Sie sagen Folgendes: Wir können ein Produkt schneller, billiger und effektiver für Sie auf den Markt bringen, weil wir Ihre Gedanken lesen können. Ich meine, was für ein Vorteil. Okay, das hier ist extrem wichtig. Das ist sehr wichtig. Wir verarbeiten jeden Tag 8-mal die Menge an Informationen, die es in US-Bibliotheken gibt. Wo kommen sie her? Geschäftliche Transaktionen, Marktbewegungen, E-Mails, Fotos, Videos, Blogs. Stellen Sie sich vor, dass diese Technologie all diese Informationen einfangen könnte und in Intelligenz umwandeln könnte. Wir könnten Muster schneller erkennen. Wir könnten zuverlässige Prognosen erstellen und Daten in Taten umwandeln. Intelligente Informationen bedeuten intelligente Entscheidungen. Daran arbeite ich. Ich bin ein IBMer. Aus intelligenten Entscheidungen bauen wir einen intelligenten Planeten. Wir haben daraus eine Parodie namens Ich bin ein IBMer gemacht, was für internationale Versklavungsmaschinen steht. Wir werden das Video in ungefähr einem Monat fertig haben. Es gibt die WebSphere Sensor Events. Das ist das Programm, das die Informationsströme verarbeiten soll. Ich weiß nicht, ob Sie in Ihrem Land das intelligente Stromnetz haben, um angeblich den Planeten zu retten und um angeblich Ihren Energieverbrauch zu reduzieren. Diese Firma überwacht sozusagen den Energieverbrauch. Gibt es das hier auch? Und jetzt raten Sie mal, wer das ist? Ja, richtig. Es ist IBM. Gehen wir eine Stufe weiter. Wir haben hier ein Unternehmen, das die Verteidigung im Weltraum dominieren will. Kfz-Herstellung, Bankwesen. 97% der weltweiten Transaktionen von Clearinggesellschaften laufen über IBM. Chemikalien, Erdöl, Konsumprodukte, Bildung, Elektronik und Energie. Ich weiß nicht, was nicht dabei sein könnte. Wenn man die Produkte und Softwarelösungen dazu verwenden kann, das alles zu verwalten, kontrolliert man auch den Fluss der darin angebundenen Industrie, wie IBM in seiner eigenen Literatur schreibt. Hier haben es ein Unternehmen, das größer als die UN ist. Sie sind es, die den Globus kontrollieren. Das Genographic Project. Man braucht immer einen guten Bullen und einen bösen Bullen. IBM war ein Partner von National Geographic. Sie haben DNA von Menschen gesammelt, um etwas über die Völkerwanderungen der Menschheit herauszufinden. Und natürlich haben sie gesagt, dass das nur zum Guten verwendet werden würde. Doch für mich klingt das einfach nach einer guten Plattform für Eugenik. Finden Sie nicht? Wir gehen einen Schritt weiter zu einem Unternehmen von Google, das sich 23andMe nennt, welches auch das Startkapital von Google bekam. Das ist die letzte Bastion ihrer biometrischen Daten, die für das Hauptsystem geerntet wird. Als IBM den DNA-Transistor auf den Markt brachte, konnte man die Kosten für eine DNA-Analyse auf $100 senken, von den 3 Milliarden, die das ursprünglich gekostet hatte. Damit hat man das ultimative biometrische Kennzeichen für jede Person.
Wenn man erst einmal deine DNA-Sequenz kennt, hat man dich. So einfach ist das. Und wie schon gesagt, das sind ehemalige Nazi-Verbrecher, die an diesem Projekt arbeiten. Eric Green war ehrlich genug, um zu sagen, es ist ein digitaler Code und jetzt, wo wir ihn haben, fängt der Spaß erst richtig an. Und vergessen wir nicht das Projekt Schachmatt. Ein schöner Name, oder? Sie nehmen 80.000 BlueGene-Prozessoren und simulieren mit ihrer Hilfe die Grippe und berechnen damit, wie sie mutiert. Sie verwenden verschiedene Algorithmen darauf an, mit verschiedenen Variablen. Sie simulieren zum Beispiel die Schweinegrippe. Sie simulieren zum Beispiel, was in einem Flughafen passieren würde. Sie berechnen, was passieren würde, wenn man Tamiflu dazugibt. Und ob das Virus weiter mutieren würde. Und ob es sich letztendlich zu einem tödlichen Virusstamm entwickelt. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie sich uns über Formulierungen mitteilen. Und Sie sagen uns hier, das ist Projekt Schachmatt. Ich meine, Projekt Schachmatt. Seit dem letzten Vortrag habe ich jedenfalls auch von Impfungen genug. 30% der Daten, die auf den Computern der Welt gespeichert sind, könnten medizinische Bilder sein. Das Problem ist, all diese Information ist gefangen. Röntgenbilder sprechen nicht. Medizinische Berichte sprechen nicht. Die Krankheitsgeschichte spricht nicht. Mit Versicherungsformularen. Man versucht, all diese Daten zu sammeln und sie intelligent zu nutzen. Wir könnten Muster in ihrem Krankheitsverlauf sehen. Muster in der Geschichte ganzer Völker. Und gefährliche Bakterienkombinationen vorhersehen. Mit ihrem genetischen Code können wir ihre Behandlung auf sie maßschneidern. Maßgeschneiderte Behandlungen für ihren genetischen Code. Daran arbeite ich. Ich bin ein IBMer. Lasst uns einen schlaueren Planeten bauen. Okay. Die größte Lüge der Transhumanisten und der Leute von Human Plus ist, dass wir Mikroprozessoren in unseren Gehirnen brauchen, damit die Menschheit sich weiterentwickeln kann. Inzwischen arbeiten sie im Hintergrund daran, das Ding im Kopf, unser Gehirn, nachzubauen. Für sie ist das der heilige Gral. Sie hoffen, ein menschliches Gehirn aus Silizium nachzubilden. Man nimmt ein biologisches, neuronales Netzwerk und baut es künstlich aus Silizium nach. Und sie hoffen, dass es dann ein Bewusstsein entwickelt. Und dieses von ihnen geschaffene Bewusstsein wird alle Entscheidungen für das Militär treffen. Und diese Entscheidungen basieren auf allen Informationen, die aus den RFID-Chips gewonnen werden. Der nächste Level, nachdem sie dann das Gehirn nachgebaut haben, ist den heiligen Gral zu knacken. Und zwar den Algorithmus des Denkens. Sozusagen die Software ihres Gehirns. Die Menschheit nimmt es als etwas Selbstverständliches hin, dass wir etwas Besonderes sind. Schließlich sind wir einzigartige Wesen. Man hat uns die Lüge verkauft. Na gut, ein Computer kann Daten schneller verarbeiten als ich. Wir haben unendlich mehr Fähigkeiten, als Computer jemals haben werden. Und was sie tun, ist uns einen Lockvogel anzubieten. Sie bieten uns einen Springstock an für das Raumschiff, was wir haben. Es ist einfach kein Vergleich. Hören Sie sich diesen Psychopathen an, bitte. Es gibt ein paar ehrliche Interviews mit ihm, in denen er sich von der philosophischen Frage distanziert. Was er sagt ist, ich bin ein Ingenieur und deswegen spiele ich nur meine Rolle. Und vielleicht zerstöre ich damit die gesamte Bevölkerung. Aber sowas machen Ingenieure nun mal. Bei kognitiver Datenverarbeitung geht es um Aspekte des Bewusstseins. So wie Gefühl, Wahrnehmung, Empfindung, Erkenntnis, Aktion, Interaktion. Wir machen ein Abbild davon und verbinden diese Technologie mit einem riesigen Feld von Sensoren. Millionen und Milliarden von Sensoren, so wie Sehsensoren, Hörsensoren, aber wir gehen noch weiter mit den nicht biologischen Sensoren.
die die Wälder, die Ozeane, Menschen, Tiere, Organisationen, Wohnhäuser, Autos überwachen, um all diese Informationen in Echtzeit einem globalen Gehirn zuzuleiten. Er hat es ausgesprochen. Und als er das ausgesprochen hat, war das für uns der Eureka-Moment, denn es war nie ausgesprochen worden. Und diesen Daten entsprechend zu handeln. Wir streben nach kognitiver Datenverarbeitung. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Operation Kitty Hawk. Sie wollen das gesamte Internet wie eine Applikation laufen lassen. All diese Datenströme sollen wie Windows Vista in einen Computer eingespeist werden. Und damit gehört ihnen das Internet. Da ich beruflich aus diesem Umfeld komme, also das macht mich fertig. Es macht mich einfach fertig. Aber wir wissen, dass man dafür mindestens 67,1 Millionen Prozessorkerne brauchen würde. Und diese Kerne würden dann 22,8 Billionen Prozesse pro Sekunde verarbeiten. Okay, was ist das Ziel? Jedenfalls nicht gut. Letztendlich arbeitet IBM mit dem militärisch-industriellen Komplex zusammen. Es ist eine Fusion verschiedener Unternehmen. HP, DARPA, Lockheed Martin, IBM. Es geht um die Full-Spectrum-Dominance der Informationsströme. Also die totale Kontrolle sämtlicher Informationsströme für die ganze Erde zu sichern. Und ihr seid ein Knotenpunkt darin. Man will einen Knotenpunkt aus euch machen, damit man die volle Kontrolle über eure Bewegungen hat. Es geht aber darüber hinaus. Man will das Internet und seine Benutzer kontrollieren und sie dominieren. Meine Vorhersage für die Zukunft ist, dass jede Person eine bestimmte IP-Adresse zugeteilt bekommt. Und während wir uns mit einem Laptop und anderen Geräten bewegen, Kameras eingebaut sind, unsere biometrischen Daten genommen worden sind, wird man sich irgendwann mit einem Führerschein einloggen müssen. Denn man sieht das Internet als Autobahn, die reguliert werden muss. Ich glaube, es steht im Snow-Rockefeller-Gesetz in den USA, dass im Falle eines Cyberangriffs auf das Internet alles unter voller Kontrolle kommt. Also in meinem Land ist es der Premierminister Kevin Rudd, der jeden Sonntag die Küche besucht. Er filtert das Internet wegen der Kinder. Ich bin selbst Vater eines 4-jährigen Sohnes. Wenn er irgendwann Porn auf seinem Computer hat, dann war ich eben ein schlechter Vater. Fertig. Mit den Kindern hat das sowieso nichts zu tun. Es geht darum, die Datenströme zu kontrollieren und zu bestimmen, was sie sehen dürfen und was nicht. Im Moment haben wir ein kleines Zeitfenster, in dem wir an die Informationen kommen können, um das zu verhindern. Es gibt Agendas, die man einführen will. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Als ich auf dem Flughafen war, war unsere Webseite gesperrt. Ich bekam keinen Zugang dazu, denn sie beinhaltete einige Schlüsselwörter, die der Filter nicht mochte. In Australien haben wir eine Seite, die WikiLeaks heißt. Ich empfehle sie Ihnen. Diese Seite zeigt Dinge, die das Internet zensiert. Als WikiLeaks gezeigt hat, was die australische Regierung macht, hat diese WikiLeaks gesperrt. Mit welcher Begründung? Es gab keine Pornografie, keine Pädophilie. Letztendlich ist das also wieder eine Lüge. Ich kann nicht auf alles eingehen. Auf jeden Fall bewegen wir uns auf eine mit Sensoren ausgestattete Umwelt zu, die mit künstlicher Intelligenz verbunden ist, CCTV-Kameras, unbemannte Drohnen, Sachen wie der große Hund, den Sie da herumspringen sehen, Pac-Man. Es nimmt einfach kein Ende. Der Gehirnupload. So wollen die Transhumanisten euch dazu bringen, euer Bewusstsein hinaufzuladen. Und das ist nur ein weiteres Eugenikprogramm. Also überlegt euch das gut. Überlegt euch das. Also, ich gehe rein, lade mein Gehirn rauf,
Ich kann nicht einmal Windows Vista richtig zum Laufen bringen. Und ich soll Leuten wie mir und Kumpeln von mir an Service-Informationsstellen vertrauen. Und wenn ich einen Absturz habe, sage ich, hey Mann, ich kann mich nicht mehr finden. Ich habe mich verloren. Merken Sie, wie lächerlich das ist? Es ist einfach lächerlich. Hier haben wir, also wenn hier in dem Raum Transsexuelle sind, entschuldige ich mich, aber Martin Rothblatt ist eine transsexuelle Frau und ich nehme keine Ratschläge an von jemandem, der transsexuell ist und mir erzählen will, dass ich mich in eine Maschine verwandeln soll. Tut mir leid, das kommt nicht in Frage. Und auch von der uralianischen Religion nehme ich keine Ratschläge an. Der zufolge wir uns uploaden sollen, damit wir uns klonen und ewiges Leben erlangen sollen. Mein Vorschlag wäre, geht ihr zuerst. Und ich helfe euch sogar dabei. Ich finanziere es sogar. Wir sind die Borg. Wir werden sie assimilieren. Ihre biologischen und technologischen Unterschiede werden zu unseren hinzugefügt. Widerstand ist zwecklos. Und genau das haben sie vor. Man versucht euch in einen Bienenstockbewusstsein zu assimilieren, damit eine Drohne aus euch wird. Was steht auf dem Spiel? Einfach alles. Eure Individualität, eure Einzigartigkeit, eure Autonomie, euer unabhängiges Denken, euer freier Wille. Eines kann man euch nicht nehmen. Man kann euch zwar ausplündern, eure biometrischen Daten nehmen und eure DNA stehlen, aber diese eine Sache kann man euch nicht nehmen. Es muss in das Hauptsystem übergeben werden. Das ist euer freier Wille. Das ist es. Das ist alles, was sie haben wollen. Und alles, was ich sage, ist, gebt ihn nicht her. Danke.